Test the Max. Ski Rocco im Skiort in Ischgl. Kein Schnee, sondern Asphalt unter den Füßen. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir sind wieder mal am Start beim Monaco Grand Prix der Alpen hier bei der Car Trophy in Ischgl. Viele hübsche Mädels an der Strecke, das kann ich euch schon mal versprechen. Allerdings die beiden hübschesten unterstützen uns heute. Anna Maria, das aktuelle Playmate, und Isabella, das Playmate vom letzten August. Zwei Sachen wollen wir uns also heute anschauen. Was passiert hier so alles an und auf der Strecke? Und was hat der Scirocco so alles drauf mit dem 2,0 TDI-Motor? Und Mädels, wie gefällt es euch bisher? Super. Es ist laut. Aber die Karts, gefallen die euch gut? Ja, auf jeden Fall. Ich würde am liebsten selbst mitfahren. Selber mal mit so einem Kart hier eine Runde drehen? Ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber wer von euch zu Hause so einen Kart hat und Isabella und Anna-Marie gerne mal eine Fahrstunde im Kartfahren geben, soll sich melden. Hier haben wir einen Mann, der nicht nur laut, sondern auch schnell kann. Marc. How do you enjoy the Ischgl Car Trophy? I think it's great. First of all, it's beautiful weather. Could it be a more perfect day than this? And I love these kind of car races. For me, it's just really exciting. It's really fun, you know? So, jetzt ein Stundenrennen. Gas geben und möglichst wenig bremsen ist die Taktik. Hier wie im richtigen Leben. Hat so viel Spaß gemacht, ich hab's jetzt noch richtig krachen lassen. Der Rücken tut tierisch weh, du wirst da durchgeprügelt wie auf der Folterbank. Wir freuen uns aber trotzdem schon aufs nächste Jahr hier auf die Car Trophy in Ischgl. Jetzt bin ich aber erstmal froh, in den Scirocco umsteigen zu können, weil dort sind die Sitze bestimmt bequemer. Der Sitz hier tut den geschundenen Knochen schon mal ganz gut. Was jetzt noch fehlt, eine schöne kleine Thai-Massage. Lässt sich bis zur nächsten Car Trophy in Ischgl bestimmt noch einrichten. Komoot reisen lässt sich mit dem Scirocco auf alle Fälle, das kann man hier schon mal nach den ersten paar Kilometern sagen. Die Kiste liegt sehr ruhig hier auf der Straße. Und wenn ich mir so den Innenraum anschaue, da klappert nichts, der ist echt sehr solide verarbeitet. Alles übersichtlich, schön der Oberteil der Mittelkonsole, vielleicht ein bisschen viel EOS, ein bisschen wenig Eros. Aber hier diese Mittelkonsole im unteren Teil, das schöne fette Lenkrad, kann man gut reingreifen. Und die Dreiecksgriffe hier an der Tür. Ganz klar, so eine lange Tür öffnet ja weit. Da braucht man einen guten Hebel, um die schnell wieder zumachen zu können. Wir sind ja mit dem kleinen 2,0 TDI unterwegs, mit der 140 PS Maschine. Wollen wir mal schauen, ob der Optik auch taugt. Also hier so oben rum beim Beschleunigen ab 180, da geht ihm schon ein bisschen die Puste aus. Da braucht er lange, um die Höchstgeschwindigkeit von 205 zu erreichen. Rückenwind gibt es dafür an der Tankstelle. Wenn du mit dem Gaspedal halbwegs vernünftig umgehst, dann hast du immer eine 6 vorm Komma und das ist schon mal ganz ordentlich. Schauen wir uns noch mal kurz an den Scirocco. Von den Formen her hatte er fast das Zeug zum Playmate, auch wenn er natürlich nicht ganz mit Anna Maria oder Isabella mithalten kann. Er ist auf alle Fälle ein echter Breitensportler. Er ist nämlich 5 cm breiter als der normale Golf, 10 cm flacher. Besonders geil finde ich hier diese Schnauze. Der könnte glatt im nächsten Fast and Furious Film mitspielen. Sensationell sind auch die Felgen. Das sind die schönsten Felgen, die ich seit langem gesehen habe. Die sehen so richtig nach Turbinen-Schaufelrädern aus. Hier natürlich das Heck mit diesem langgezogenen Kombi-Coupé-Mittelding. Erinnert mich ein bisschen an diesen umgebauten E-Type damals von Harold & Maud. Und dann das Heck, sehr sexy, einladend, ausladend. Also ich muss sagen, gerade in dieser Farbe und obwohl der Scirocco ja schon eine Zeit lang auf dem Markt ist,
ist er immer noch ein absoluter Hingucker. Und drum bläst der TDI halbwegs zum Angriff. Mit seinen 320 Newtonmeter ist er in 9,3 auf 100. Schön, damit ziehst du auch nicht gerade Wurst vom Teller, aber kannst du wenigstens halbwegs gut mitfließen. Über das DSG-Getriebe, glaube ich, brauchen wir nicht mehr viel zu sagen. Das haben wir schon oft genug gelobt. So, wir drücken jetzt hier mal auf den Sportmodus-Knopf. Damit wird die Lenkung ein bisschen härter, er schaltet schneller und auch das Fahrwerk wird straffer. Die Kiste ist sehr agil, der liegt wirklich straff und super auf der Straße. Bisschen mehr Rückmeldung von der Lenkung wäre ganz schön. Aber je mehr du einlenkst, desto mehr zieht er noch überproportional nach innen. Also mit dem kannst du es eigentlich richtig fliegen lassen, wenn du dann mit den 140 PS hier den Berg hochkommst. Die Kiste liegt fast idiotensicher auf der Straße. Also ich glaube, nicht mal Mark Webber würde mit dem die Bodenhaftung verlieren. Klar, Dieselmotor, Frontantrieb, irgendwann fängt er dann an, vorne wegzuschieben und quietscht auch schön. Richtig schön, ein bisschen prollig hier mit quietschenden Reifen hochzufahren. Scheiß drauf, Hauptsache es macht Spaß. Also der Scirocco sieht nicht nur super aus, ist super verarbeitet, hat ein super Fahrwerk. Du musst dich halt nur auf diese 140 PS einlassen. Das ist ungefähr so wie die Mega-Braut mit der Mega-Figur. Aber irgendwie würdest du dir manchmal wünschen, dass sie so in einigen Bereichen ein bisschen dreckiger wäre. Genauso ist das mit dem 140 PS 2,0 TDI. Da wünschst du dir auch manchmal, dass er so giftig wäre wie eine Viper, dessen Farbe er ja trägt. Aber zum Glück, das kann man ändern. Dann nimmst du dir einen Scirocco mit 200 PS, dann ist er genauso schnell, wie er aussieht. Test the max.